Hallo zusammen, wir melden uns heute aus der Ludwig-Pfau-Halle in Heilbronn und heute probieren wir mal eine ganz besondere Sportart aus. Ich musste in der Redaktion viel Hohn und Spott anhören, aber wir sind heute beim Cheerleading. Spektakuläre Stunts, Tanzchoreografien, Bodenturnen, so ziemlich alles, was ich nicht kann. Dann schauen wir mal, was ich heute hier so erlebe. Ja, bei mir steht jetzt Katharina Zierhut, die Trainerin der Crystals. Ja, Kathi, wie habe ich mich denn jetzt so in meinen ersten 2 Stunden Cheerleading geschlagen? Ja, also eigentlich hast du dich echt gut geschlagen. Vor allem beim Warm-up war ich überrascht, dass du doch ziemlich dehnfähig bist. Und auch ansonsten hast du relativ schnell die Sachen aufgenommen, die wir dir beigebracht haben. Du könntest auch Cheerleader werden. Na, danke. Cheerleading ist ja so eine Sportart, gibt viele Vorurteile. Ein paar Mädels, die da mit Pumps rumlaufen. Was macht denn Cheerleading aus? Also heute habe ich ein bisschen mehr erlebt als diese Vorurteile. Ja, also eigentlich ist sogar so, dass das Tanzen mit den Pumps nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist vom Cheerleading. Es besteht nämlich eigentlich aus vielen verschiedenen Sportarten. Zum einen haben wir natürlich die Stunts, das heißt die Pyramiden, wo Leute sich aufeinander stellen. Dann gibt es noch Sprünge, das heißt, wo wir wirklich Sprungkraft brauchen. Dann kommt noch dazu, dass wir auch Bodenturnen machen. Und ja, dann noch die Tänze und Cheers, das heißt, es ist eigentlich sehr vielseitig und ziemlich sportlich. Erzähl mal noch 2, 3 Worte zu den Crystals. Ihr seid das Cheerleading-Team der Salt Miners. Wie viele Mädels und Jungs sind denn mittlerweile dabei und was sind eure nächsten Ziele? Also wir cheeren für American Football, für die Miners und sind da immer bei den Spielen mit dabei zum Anfeuern. Wir haben inzwischen 3 Teams, das heißt wir haben die ganz Kleinen, die Peewees, fängt ab 6 Jahren an, geht bis 12. Das sind so circa 10 Mädels zurzeit. Dann haben wir die Jugend, die sind zwischen 12 und 16, das sind 20 Mädels circa. Und bei den Seniors haben wir, das sind ab 16 die Großen, haben wir so circa 15 Mädels. Suchen aber natürlich immer Verstärkung. Jetzt habe ich mir noch den Igor geschnappt, den einzigen Mann unter 25 Mädels. Wie bist du eigentlich zum Cheerleading gekommen? Ja, ich habe mal halt eine Freundin kennengelernt, die war mal bei uns in der Clique dabei und hat sie gemeint, ja, hey, komm doch mal vorbei und so. Ich so, erstmal, nee, ich so, okay, guck's mal an, hab mitgemacht. Wurde ich gleich eingespannt und das hat mir auch relativ viel Spaß gemacht. Dein Umfeld hat wie drauf reagiert, als du auf einmal gesagt hast, ich bin Cheerleader? Erstmal war es Cheerleader. Ja, alles, diese ganzen Vorurteile dann gleich, ja, dass man da in eine gewisse Richtung geht und so, aber das ist nur so das Image, was, keine Ahnung, das hat sich halt so aufgebaut, aber wenn man jetzt schaut in Amerika und so, man kennt es zwar nur von den Filmen, wo wirklich nur Cheerleader sind, aber es gibt auch Cheerboys. Die sind halt wirklich, ja, auch, genau wie Kati schon vorhin gesagt hat, Bodentouren mit Hebefiguren beschäftigen und alles. Also es ist wirklich ein anstrengender Sport. Und auch gerade hier in Deutschland gibt es viele Jungs, 2,5 Bronnen bin ich jetzt der Einzige hier. Aber wenn man jetzt anders umschaut, in Stuttgart oder so, da ist wirklich ausgeglichen, also Hälfte Jungs, Hälfte Mädchen. Und ja. Was ist es, was dich jede Woche wieder motiviert, ins Training zu gehen? Ich weiß nicht, es macht einfach Spaß, weil das ist wirklich, gerade beim Partnerstand, muss man an seine Grenzen gehen, jedes Mal. Und das erfordert halt wirklich viel Konzentration, viel Übung. Und das spawnt halt immer wieder an. Und beim Cheerleading ist halt wirklich so, da gibt es so gut wie kein Limit. Wenn man weiter ist, gibt es immer wieder einen Schritt, auf den man wieder zu kann. Also immer wieder was Neues zu lernen. So, mein erstes Probetraining beim Cheerleading habe ich jetzt hinter mir. Ich durfte richtig viel mitmachen, angefangen vom Aufwärmtraining und dem Stretching, das wirklich sehr hart und sehr anstrengend war, bis hin dann zu den verschiedensten Stunts, die wir geübt haben. Die haben sich dann Elevator Cradle oder Elevator Retake genannt. Die Mädels sind ganz schön durch die Luft geflogen und es war wirklich anstrengend, sie auch wieder sicher aufzufangen. Zum Schluss noch das Sprungtraining, auch das war wirklich sehr anstrengend. Und es hat sich gezeigt, Cheerleading ist wirklich ein bisschen mehr als nur mit den Pumps zu wackeln und ein bisschen hin und her zu tanzen. Es ist eine anstrengende und vor allem eine vielseitige Sportart, die richtig Spaß macht.
Die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme. Lesen, wissen, mitreden.